das Schöne ist, diese Art, wie eben kaskadiert wird, das wird durch die X-Matrix wunderbar begleitet. Denn die X-Matrix sagt hier oben ganz einfach, das, was hier als Priorität definiert wurde, auf einer entsprechenden Ebene der Bereichsleiter in unserem Fall, das wird automatisch zur Zielvorgabe für die nächste Ebene. Und es kommt in die X-Matrix der nächste Ebene sozusagen als Ziel. Und die nächste Ebene, die überlegt sich jetzt wieder, was können wir tun, um diese Ziele zu erreichen. Schaut in der Praxis so aus, ich habe hier nochmal das Praxisbeispiel, dass die X-Matrix der oberen Ebene, die gehört jetzt dem Leiter Produktion. Wenn Sie sich erinnern, der war vorhin noch auf der rechten Seite in der Top-Level-X-Matrix. Das heißt, seine Ziele, wo er einen schwarzen Punkt hatte, diese Ziele, die werden für ihn automatisch zur Zielvorgabe, hier auf der linken Seite. Und er kann sich jetzt wieder mit seinem Team, die dann hier auf der rechten Seite stehen werden, überlegen, was können wir jetzt wieder tun, um entsprechend die Ziele, die wir bekommen haben, zu erreichen. Und so funktioniert dieser Zieltransformationsprozess nach der Hoshin-Kanri-Methode. Er wird auch entsprechend von der X-Matrix begleitet, sodass wir da eigentlich eine ganz schöne Steilvorlage haben. Ja, das wäre dann hier mal so eine ausgefüllte X-Matrix des Leiters der Produktion. Wir haben hier seine entsprechenden Jahresziele. Hier unten ist noch das Gesamtjahresziel des Unternehmens. Hier hat er seine entsprechenden Schwerpunktthemen wieder mit seinem Team definiert. In dem Sinne sind es hier die entsprechende Gruppenleiterebene. Wir haben auch definiert, wer entsprechend auch horizontal einen Beitrag liefern kann und messen natürlich dann auch die entsprechende, den entsprechenden Fortschritt durch die entsprechenden Erfolgsindikatoren.